geliebte D-Mark. Du machst uns auch. Hier in Gaiberg wird sie noch geliebt, die D-Mark, und auch als Währung akzeptiert. Apotheker Rolf-Dieter Schätzle hatte vor 15 Jahren die Idee, jedes Mal im Mai finden sie statt. Und seitdem kommen Kunden von überall her. So wie Helga Müller mit ihren Freundinnen, um ihre D-Mark-Barschaft loszuwerden. Ach, Sie wissen, wie viel das ist? Natürlich weiß ich. Ach so, ja, dann wollen wir nichts erzählen. Dann ist gut. Hat mich den ganzen Vormittag gekostet. Beim Aufräumen zu Hause ist ihr so ganz nebenbei das alte Geld in die Hände geraten. Überall was gefunden, ja. Irgendeine Tasche, irgendein Portemonnaie. Sagen wir doch einfach, wie viel es ist. Es sind insgesamt 146,60. Und das macht bei einem Wechselkurs von 1,95583 dann 74,96 Euro. Und für diesen Betrag wird nun das Warenangebot der Apotheke durchsucht. Ihre Freundin bringt 13,52 Mark mit und dafür gibt's Hustensaft. 27, 28, 29. Ich habe eine Haushaltsauflösung gehabt und da ist mir einiges in den Kleiderschränken, in verschiedenen Hosen in die Hände gefallen. Was halten Sie von dieser Aktion so? Ich finde es gut, ja. Rund 20 Kilo Münzen und einige tausend Mark in Scheinen haben Kunden diesen Mai in die Apotheke gebracht. Meist gefunden bei Haushaltsauflösungen, aber es gibt auch kuriose Fälle. Da war zum Beispiel ein 20-Mark-Schein unter der Waschmaschine. Als die kaputt war und weggehoben wurde, hat man den da liegen gesehen. Dann gab es die Geschichte mit Schallplattenhüllen. Da waren 52 Schallplatten und in jeder war ein 10-Mark-Schein. Wer seine D-Mark lieber zu Kuchen oder Brötchen machen will, der findet in der Bäckerei eine entsprechende Auswahl. Rüdiger Pfarr aus Gaiberg ist überraschend zu einem 50-Mark-Schein gekommen und bestellt eine Torte und kauft Käsekuchen. Das ist aus einem Umzugskarton. Da habe ich einen alten Umschlag gefunden mit dem Geschenkkuvert von meiner Konfirmation. In der Bäckerei ist schon eine Masse an D-Mark zusammengekommen, aber das ist man hier gewohnt. An Gewicht haben wir, denke ich, so um die 40, 45 Kilo an Münzgeld und Scheine, ja, sind es auch ein paar Hunderte. Ob es wieder 10.000 Mark werden wie letztes Jahr, die Chancen stehen gut. Die Einnahmen an D-Mark geben die Geschäfte zur Bundesbank und sie tauscht die alte Währung um in Euro.